Liebe Gartenfreunde, bitte wundert euch nicht. Bald kommt wieder Neues über unsere Pflanzen. Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Und zwar haben wir jetzt genau 23.34 Uhr und ich bin heute Abend auf die verrückte Idee gekommen, dass ich ein neues Videoprogramm mit euch starten möchte. Und zwar soll es darin um unser Haus gehen, weshalb wir überhaupt ein Haus wollten, wie wir uns für unser Haus entschieden haben und so den ganzen Weg. Sage ich mal, was die Kriterien waren und ja, ich nehme euch dann mit kurzen Einschnitten bzw. Ausschnitten, wie wir damals das erste Mal das Haus betreten haben und angefangen haben zu planen, einzurichten, zu streichen und ja, wie alles so seinen Lauf genommen hat. Also schaut zu und viel Spaß! So, ich sitze hier bei uns im Kinderzimmer und habe hier meinen Schatz, meinen Manuel auf der Brust, der gerade gegessen hat. Und somit zur ersten Frage bzw. zum ersten Thema. Weshalb haben wir uns überhaupt ein Haus angeschafft? Tja, wie gesagt, der erste Grund liegt hier schon bei mir. Und zwar ja, für die Kinderplanung natürlich, damit wir unserem Kind irgendwann mal was bieten können, beziehungsweise er irgendwann mal Zukunftsperspektiven hat und wir natürlich auch eine gesicherte Zukunft für uns haben. Und außerdem hatten wir in unserer alten Wohnung, beziehungsweise in unserem alten Haus, wo wir ja nicht Eigentümer waren, nicht so die Entfaltungsmöglichkeiten, die wir gerne gehabt hätten. Sprich Gartengestaltung, wie gesagt, was wir halt gerne machen, Obstbäume anlegen, Beete anlegen, anbauen und ja, einfach das, was uns so Spaß macht. Und die Mieten, beziehungsweise die Miete, wo der Simon gezahlt hat, war eben auch ziemlich hoch, wo er eben jahrelang Geld gezahlt hat, ohne wirklich Eigentum zu besitzen. So zahlen wir jetzt, sage ich mal, unser Haus ab und besitzen irgendwann etwas. Genau, ansonsten... Ja, Schatz. Ansonsten hatten wir einfach das Bedürfnis, uns was aufzubauen, eine Familie zu gründen. Und ja, dann haben wir uns halt mal spontan umgeschaut. Und somit kommen wir zu Punkt 2. Wieso haben wir uns für dieses Haus hier entschieden? Ja, und zwar war es so, dass wir uns erstmal umgeschaut haben auf dem Immobilienmarkt und geschaut haben, ob uns überhaupt sowas gefallen würde, was zusagen würde, etwas, was zu uns passt. Ich bin ja auch jemand mit nicht gerade wenig Ansprüchen. Also ich habe mir schon so mein Traumhaus ausgemalt und ja, hatte eigentlich wenig Hoffnung, dass ich das so alles umgesetzt bekomme, beziehungsweise dass es ein Haus gibt, das genau meinen Vorstellungen entspricht. Ja, wie sind wir auf unser Haus aufmerksam geworden? Wie gesagt, es ist nicht einfach mit meinen Ansprüchen und generell nicht ein Haus zu finden, das zu einem passt. Und ich erinnere mich noch genau an den Tag. Ich war auf der Arbeit und dachte mir, okay, schaust du nochmal kurz auf die Immobilienseiten, guckst, ob es neue Angebote gibt. Und ja, dann saß ich in der Mittagspause da und habe etwas rumgescrollt. Und wie das so manchmal ist, wenn man es eilig hat und
huddel schnell rum, habe ich zu viel rumgeklickt und bin plötzlich auf eine Seite gekommen, auf die ich eigentlich nicht kommen wollte. Ja, und dann war da unser Haus. Es waren nur Bilder von außen drin und von den Umrissen, weshalb ich ziemlich skeptisch war. Ich habe mir dann gedacht, okay, wenn die keine Bilder online stellen, dann wird es auch nicht so toll aussehen. Und ja, dann dachte ich schon, das wird nichts. Aber als ich dann zu Hause war, habe ich dann dem Simon die Seite gezeigt und habe gesagt, du, ich glaube, wir rufen da morgen mal an und fragen mal, ob wir uns das vor Ort anschauen können. Weil irgendwie hat es mir keine Ruhe gelassen. Ich weiß nicht warum, aber ich dachte mir, okay, fahr hin, schau es dir selbst an. Und ja, gesagt, getan. Am nächsten Tag hat der Simon angerufen und wir haben einen Besichtigungstermin vereinbart, der dann auch relativ zeitnah stattgefunden hat, ich glaube 2 Tage später. Und ja, von außen fanden wir es schon mal super gut. Auch die Lage ist sehr schön. Und dann habe ich zuerst die Küche gesehen und dachte mir dann, eigentlich ja nicht so mein Geschmack. Auf den ersten Blick. Mittlerweile finde ich sie toll. Und ja, dann sind wir Raum für Raum durchgegangen und ich habe ihr meine Ansprüche gehabt. Das heißt, ich hätte gerne alten Dielenboden, wenn Treppen im Haus sind, Holztreppen, am liebsten noch einen Wintergarten und natürlich einen großen Garten zum Bepflanzen. Das war unser großer Wunsch. Und am liebsten auch noch eine Eckbadewanne. Und halt neue Bäder, also nicht diese limettengrünen Teile, wo man da alles sieht, in den meisten älteren Häusern. Und ja, dann sind wir durchgegangen und es war tatsächlich alles da. Wie auf Wunsch angefertigt für mich. Also, ich war wirklich begeistert. Neu gemachte Bäder, Eckbadewanne, Wintergarten. Alles dabei, ein super großer Garten mit Obstbäumchen schon angepflanzt, die wir hätten selbst auch anbauen wollen. Und ja, es war schon so ein bisschen wie verhext. Und unsere Wohnfläche ist 156 Quadratmeter. Nein, 165. 165 Quadratmeter haben wir Wohnfläche. Und unser Grundstück hat 388 Quadratmeter. Und es ist eigentlich genau die richtige Größe für uns, denn die anderen Häuser und Grundstücke, die wir besichtigt haben, waren uns eigentlich zu klein. Wir haben hier 5 Zimmer im Haus. Und ja, es ist unser absolutes Traumhaus. Also, man kann es nicht anders da sagen. Das Haus hat uns gefunden, wir haben es gesucht, gesucht und gefunden. Es ist einfach, passt wie die Faust aufs Auge. Einfach wunderschön. Ja, vor allen Dingen war es auch so, dass wir uns hier sofort wohl und zu Hause gefühlt haben. Das heißt, wir sind durch die Räume gegangen und konnten uns sofort vorstellen, oh ja, da machen wir das und das draus. Und ja, von den Räumlichkeiten hat es auch gepasst. Unsere Außenkaninchen hatten eine eigene Gartenhütte, wo sie jetzt drin leben, genügend Auslauf. Und unsere Hauskaninchen haben ein eigenes Zimmer, beziehungsweise eine eigene Etage, wenn wir zu Hause sind, wo sie springen können. Und auch der Wohnbereich ist super aufgeteilt, dass unser Sohn, unser Manuel, später auch mal eine eigene Wohnetage haben kann, was man ausbauen kann. Und ja, alles in allem hat es eben perfekt so gepasst, wie wir es uns gewünscht haben. Jetzt nehme ich euch mit auf unseren ersten Abend im Haus. Viel Spaß! So, jetzt sind wir in unserem Haus. Simon trägt schon fleißig Sachen rein. Man sieht es jetzt nicht so gut, weil alles dunkel ist. Moment, wir machen mal das Licht an.
Das ist das gute Stück. Ja, wir haben beide schwer geschafft. Komm mal mit, wir müssen noch mit aufs Video drauf. Komm jetzt. Simon ist wieder am Naschen. Kannst dir danach was gönnen? Jetzt komm, wir müssen mit aufs Video. Wir wohnen übrigens offiziell seit 21. Dezember 2016 in unserem Haus. Und hier noch einen kurzen Einblick, wie sich unsere Häschen eingewöhnt haben. So, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Im nächsten Teil nehme ich euch mit auf die Sanierungsarbeiten. Das heißt, ich zeige euch mal richtig, wie ich unsere Wände einschlage und mal richtig Wut ablasse. Und ja, ihr könnt mir ja mal ein Feedback geben in den Kommentaren, wie ihr jetzt diese Videoreihe findet. Und ich hoffe, ihr liked mein Video und es würde mich auch freuen, wenn ihr mich abonniert. Und dann sehen wir uns im zweiten Teil. Seid gespannt. Bis dann!